Hey und herzlich willkommen zu The Sims 4 Missing Challenge, Folge 27. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, in der letzten Folge ist so viel passiert. Aline sitzt im Gefängnis. Sie wurde erwischt mit der Bling Ring Gruppe. Also, was heißt, die Bling Ring Gruppe wurde nicht erwischt, sondern nur Aline wurde erkannt, denn sie wurde schon eine Weile verdeckt ermittelt und ja, jetzt sitzt sie deswegen im Gefängnis. Und in der letzten Folge ist dann natürlich auch Leo auf die Gefängnisstation gekommen, denn ja, die haben ihm natürlich Bescheid gesagt, dass Aline jetzt eben hier sitzt und ja, ich habe auf jeden Fall noch einiges vorbereitet, deswegen würde ich sagen, ich quatsche jetzt gar nicht mehr lange und wir starten gleich los. Genau, hier sind wir und Aline sitzt, wie gesagt, hier in der Zelle drinnen. Es ist Samstag, 15 Uhr und guck mal, wer auch da ist, Ty. Oh mein Gott, ist Leo auch da? Vielleicht wissen die halt jetzt auch alle schon Bescheid, ja. Das würde ich gut finden. Also wir tun jetzt einfach so, als würde Leo und Ty auch da gewesen sein. Die wissen jetzt eben, wo Aline ist. Es gab ja auch den Vaterschaftstest. Das habe ich euch ja schon mal gesagt, dass die irgendwie im Hintergrund mit Leo einen Vaterschaftstest gemacht haben, dass Leo einfach alle bekannt gegeben hat, was er weiß, mit wem Aline so herumgelaufen ist. Und da kam eben halt dann raus, dass Leo der Vater ist von Corbin. Genau. Also, ich würde sagen, wir machen jetzt hier dann nochmal eine Befragung oder die Befragen, oder wir machen jetzt einfach so, dass Aline hier befragt wurde nochmal von der Polizei und die haben halt gesagt, Aline, wenn du nicht drehen willst, dann musst du hier in dieser Zelle bleiben. Also entweder du packst aus oder ja, ich denke mal, die haben ihr einen Deal vorgeschlagen. Und zwar habe ich mir gedacht, dass Aline sagen muss, wer alles in der Bling Ring Gruppe ist, also dass sie alle bekannt geben muss. Und dann quasi als Strafe, sie meinen, es ist eine Strafe, Aline ein Praktikum bzw. so Helferarbeiten bei der Polizei machen muss und sie dann deswegen eben in die Polizeikarriere reinrutscht. Also wir werden ihr dann auch jetzt schon mal diese Karriere geben, aber wir tun so, als wäre das irgendwie so ihre Strafe. Aber sie macht sich dann ganz gut und sie hat jetzt dann auch diesen Wandel. Ne? Ich meine, sie sitzt jetzt hier in diesem Gefängnis. Leo ist auch da, ich weiß gerade nicht, ich habe ihn gerade noch gesehen, genau hier. Er wird nämlich jetzt Aline sagen, wait, Leo, bleib mal stehen. Genau, du gehst jetzt mal hier und hin und quatscht mal ein bisschen mit Aline. Mit Babyprahlen. Okay, naja. Er wird auf jeden Fall jetzt hier hingehen. Guck mal, sie möchte raus. Einfach nur. Guck mal, Ty. Oh mein Gott, ich glaube, ihr ist es so peinlich. Ihr ist es einfach so peinlich. Leo, was machst du, Boy? Kannst du nicht hier hinkommen? Geh mal hier hin. Kann man nicht mit ihr reden, weil sie im Gefängnis sitzt? So, genau. Leo kommt jetzt hier hin und sagt, Aline, ich muss dir etwas erzählen. Ich habe Corbin gefunden. Ja, ich weiß doch, wo Corbin ist. Er ist bei Janet. Ja, da war er auch, aber nicht bei Janet in der Wohnung, sondern im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Was ist denn passiert? Corbin hatte schwere Krankheit. Du weißt, Janet ist eine Krankenpflegerin. Ihr ist es aufgefallen und er musste sofort notoperiert werden. Oh mein Gott. Ja, er ist, denn ich möchte es gar nicht sagen, aber er ist denn tot knapp von der Klippe gesprungen, sagt man das so? Es ist auf jeden Fall jetzt alles wieder gut. Er ist auch wieder zu Hause. Er ist genesen. Und aber es war echt knapp, Aline. Ein, zwei Tage mehr und Corbin wäre daran gestorben. Oh mein Gott, sagt sie dann und Leo rät ihr jetzt auch noch, diesen Deal einzugehen. Es ist wichtig und er sagt ihr auch nochmal, du wolltest doch immer Polizistin werden. Was ist denn aus diesem Traum geworden? Du warst doch so motiviert als Kind, in Detektiv zu werden oder Polizistin oder ja, unsere Eltern zu finden. Was ist nur aus dir geworden? Jetzt sitzt du auf der anderen Seite und sie denkt jetzt natürlich ganz stark drüber nach und ihr ist es auch klar, dass sie das einzige Richtige tun muss und sagt, bitte sag den Ermittlern, ich bin bereit dazu, etwas zu sagen. Und das wird er dann eben auch tun und wir werden jetzt Aline auf jeden Fall hier rausholen. Wie gesagt, sie hat den Ermittlern gesagt, dass sie eben nur Kelsey und Sierra kennt und sonst wirklich niemanden. Und ich denke mal, die Polizei wird dann auch die Mädels hierher holen und die müssen dann eben auch hier eine Aussage tätigen und ja, am besten bekannt geben, wer da noch alles so dabei ist. Aline darf auf jeden Fall jetzt aus ihrer Zelle raus. Und ich habe mir dann auf jeden Fall auch noch gedacht, nachdem sie ja jetzt hier ihr Praktikum machen muss, beziehungsweise hier eben bei der Polizei arbeiten muss, hat die Polizei auch gesagt, dass sie, also sie ist auf Bewährung, habe ich mir jetzt mal so vorgestellt, dass sie auch Del Sol Valley jetzt mal in den nächsten Zeiten nicht verlassen darf und sie auch nach Del Sol Valley ziehen muss.
Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Ich weiß, ich habe euch das schon mal gefragt und da habt ihr gemeint, ihr wollt in San Myshuno bleiben, aber ich muss in der Unterschied im Stammbaum-Challenge nach San Myshuno oder ich möchte da nach San Myshuno und ich glaube, es passt auch perfekt zu Aline, dass sie jetzt hier nach Del Sol Valley zieht und hier eben eine Wohnung bezieht mit Korben und dann eben hier ihre Arbeitsstelle hat auf dieser Polizeistation hier und ein neues Leben beginnt. Und Leo habe ich mir gedacht, dass er vielleicht auch nachzieht und es ist blöd. Nee, ich glaube, Leo bleibt in Tumarang. Nee. Ich glaube, Leo bleibt in der Wohnung von, also in der alten Wohnung von Aline. Und ich habe ihn ja auch als ungespielt gekennzeichnet. Deswegen gucken wir einfach mal, was sein Leben so mit sich bringt. Ansonsten können wir das immer noch ein bisschen in die Wege leiten. Ja, Aline ist auf jeden Fall jetzt hier draußen. Sie war gerade in dem Befragungsraum drinnen und hat alles preisgegeben. Und die Polizei sagt, okay, du hast jetzt heute und morgen Zeit, deine Sachen zu packen. Und hier sind deine Klamotten wieder. Du kannst dich umziehen. Nee, sie war gar nicht. Mit diesen Klamotten ist sie gar nicht hierher gekommen. Ich glaube, das waren diese Klamotten. Du kannst dich wieder umziehen und du darfst jetzt mit Leo zusammen nach San Myshuno in deine Wohnung, pack deine Sachen, Umzugshelfer, bla bla bla. Es steht alles bereit. Wir haben dir eine Wohnung ausgesucht. Also, ich habe hier extra auch Mietwohnungen hier platziert. Also, es wird jetzt nicht so der große Unterschied sein zu San Myshuno. Wir wohnen trotzdem in einer Wohnung. Genau, aber das ist halt alles quasi so bereitgestellt, weil sie ja auf Bewährung ist. Ich meine, sie hat ja auch kein Geld nicht und ich denke mal, dass das eben der Staat so ein bisschen finanziert, bis sie wieder auf eigenen Füßen steht und halt darum auch bei der Polizei arbeiten muss und so ihr Geld und auch ein bisschen was dazu beisteuern muss. Ich hoffe, ihr findet das gut, was ich mir einfallen lassen habe. Aber ich glaube schon. Okay, wir sind jetzt dann hier und die zwei haben, ja, müssen jetzt hier die Sachen packen. Ich werde mal gucken, warte mal, ich schalte mal hier überall die Lichter ein. Ich glaube, die ganzen Ballons und sowas, die verkaufen wir noch, dann haben wir noch ein bisschen Geld. Nee, nicht Auto anschalten, alle Lichter, perfekt. Ich glaube, das verkaufe ich jetzt noch alles, dann bekommen wir noch ein bisschen Geld. Oder sollten wir uns das behalten, falls wir wieder mal einen Geburtstag feiern? Nee, wir verkaufen alles. Also, Korben liegt einfach leidenschaftlich gern in einer Wand. Es ist ein Wahnsinn. Naja, ich habe auf jeden Fall jetzt alles hier eingepackt. Das Badezimmer lassen wir ja, die Küche lassen wir auch, denn die gibt es in der neuen Wohnung tatsächlich auch schon. Ja, wir haben auf jeden Fall die ganze Wohnung leergeräumt. Und ich meine, ich habe alles erwischt, oder? Ja, hier ist noch ein Teppich, den können wir noch mitnehmen. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, werden wir jetzt umziehen, Leute. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr zu dieser Wohnung sagt. Sie ist um einiges kleiner als diese. Aber ich finde, das passt sehr gut so. Und wir haben jetzt auch 3700 Simoleons auf dem Konto. Das heißt, wir können uns auch noch ein bisschen einrichten. So, okay, wir wollen umziehen. Okidoki, es geht nach Del Sol Valley. Und wie gesagt, ich habe eben hier so einen Wohnkomplex platziert. Finde ich richtig toll. Und ich glaube, ich meine, diese Wohnung wäre es. Einrichtung 6700. Und dann müssen wir 91 Simoleons pro Tag bezahlen. Das ist aber schon teuer. Warum ist da jetzt so viel? Oh mein Gott, okay, dann muss ich das jetzt nochmal abbrechen und dann muss ich die Einrichtung rausnehmen. Oh, also Einrichtung. Ich habe doch nur eine Küche platziert. Ist die so teuer? Vielleicht verkaufen wir Alins alte Küche. Dass die Nachmieter von dieser Wohnung die Küche ablösen mussten, quasi, dass wir dann noch ein bisschen Geld bekommen. Dass wir die einfach verkaufen. Vielleicht können wir uns das dann leider, ja, leisten. Genau. Und dann probieren wir das, ob wir uns das dann leisten können. Sieht gut aus, Leute. Oh mein Gott, wir haben einfach so viele Teller hier. Ich glaube, ich lasse die alle hier. Wir lassen die einfach in der alten Wohnung. Alte Pizzaschachtel noch. Jeder alte Kuchen. Hier sind auch noch Kuchenstücke. Teller meine ich. Ja, genau. Damit haben wir jetzt 7.300 Simoleons. Das heißt, jetzt können wir uns das leisten. Dann probieren wir das jetzt nochmal. Wir wollen doch umziehen. So, okay. Jetzt müsste es aber klappen. Perfekt. So, wir wollen einziehen. Möbel wollen wir behalten. Und das wollen wir auch möbliert. Sehr gut. Dann haben wir noch 1.800 Simoleons. Special? Gar nichts. Nee, wir haben aber auf jeden Fall auch den ganzen Lastwagen voll mit Möbeln. Das heißt, wir brauchen eigentlich nichts einrichten. Meine ich. Wir haben ein Badezimmer, wir haben eine Küche und den Rest haben wir eigentlich. So, wir sind jetzt hier angekommen. Oh mein Gott, Aline, warum hast du denn jetzt deine Burgerklamotten an? Okay, weil sie müsste jetzt zur Arbeit gehen. Nee, wir wollen den Job kündigen. Wir fangen nämlich jetzt dann auch gleich direkt bei der Polizei an, ist auch ganz klar. Wir wollen den Job kündigen. Mach das mal. Ja, leg komm einfach währenddessen auf den Boden. Aufgeben.
Ja, sehr gut, okay. Fastfood-Angestellte, ja. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier angekommen in unserem neuen Zuhause und das ist die Wohnanlage. Das sind, meine ich, 4 Wohnungen. Ja, hier gibt es eben so Parkplätze. Hier drunter sind so ein bisschen Aufenthaltsmöglichkeiten. Also hier kann man grillen, ein bisschen sitzen. Hier gibt es auch einen kleinen Garten, hier kann man die Wäsche aufhängen. Also ja, wie gesagt, so einen Gemeinschaftswäscheraum haben die hier auch noch. Und hier gibt es dann eben auch ein Bällebad für die Kinder und eine Schaukel. Ja, genau, ganz, ganz schön toll. Und dann eben haben wir hier eine Wohnung und hier haben wir noch eine Wohnung. Und hier ganz oben ist auch noch eine Wohnung, die wäre auch super gewesen, aber die ist ein bisschen zu klein. Das ist auf jeden Fall jetzt hier unsere Wohnung. Und ich möchte aber unbedingt, das habe ich nämlich vergessen noch zu machen, hier noch Balkone heranbauen. Also in unserer Wohnung und in dieser Wohnung. Ich liebe Balkone, deswegen mache ich das jetzt noch schnell. Okidoki, Leute, ich bin ready und ich habe jetzt noch ein bisschen das anders gestaltet. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Küche hier vorne. Ja, finde ich eigentlich ganz cool. Ist so ähnlich wie die wir auch vorher hatten. Eigentlich ist es dieselbe. Aber ja, jetzt ist halt der Raum quasi extra. Weiß ich noch gar nicht, wie ich das finde, aber sonst ist es irgendwie so blöd mit dem Wohnzimmer. Und ja, jetzt ist es auf jeden Fall einfach mal so. Wir müssen ja auch hier nicht ewig bleiben. Das ist jetzt eben nur die Voraussetzung von der Polizei, dass sie eben hier leben muss. Dann haben wir eben hier das Wohnzimmer und man sieht schon, es sind einige Spielsachen da. Sie hat auch schon einen Hochstuhl, also sie hat sich schon super drauf vorbereitet, jetzt dass Corbin zum Kleinkind wird. Hier haben wir auch wieder ein Spielzeug. Ja, da habe ich dann noch so eine Computer-Ecke eingerichtet. Ich glaube, die wird dann auch mal verschwinden, dass wir dann für Corbin hier so Spielsachen und sowas hinmachen können, so ein Puppenhaus oder was weiß ich. Das habe ich jetzt nur gemacht, weil wir eben den PC schon hatten. Dann haben wir hier das Badezimmer. Das war ja auch tatsächlich schon so, also da haben wir jetzt auch gar nicht wirklich was verändert. Hier die Handtücher und sowas, das habe ich noch mitgenommen. Ja, unser Schlafzimmer ist auch unverändert, sieht eigentlich genauso aus wie in der alten Wohnung und Corbins Zimmer. Und guck mal, er hat auch ein richtiges Bettchen bekommen. Er muss jetzt nicht mehr in diesem Transportbett schlafen. Süß. Ja, und somit haben wir alles, was wir uns wünschen. Hier haben wir noch einen Balkon, finde ich auch cool. Können wir uns auch mal einen Grill und sowas draufstellen. Aber jetzt kommt doch mal hier hoch, ihr Lieben. Was hast denn du jetzt? Ich hasse Fitness. Ja, dann mach doch nichts. Kannst du mal mit Corbin hier hingehen? Wie geht denn das jetzt eigentlich nochmal mit der Rückentrage? Ich glaube, das geht über Corbin, oder? Zusammen Bauchzeit verbringen? Ja, Corbin in die Rückentrage. Ja, süß. Ich glaube, die zwei werden sich auch hier jetzt dann so ein bisschen umsehen und heute mal den Tag gemeinsam verbringen. Das würde ich echt süß finden. Ich möchte aber noch, dass du dich umziehst, Aline. Hey, warum hast du denn das? Ich dachte, er mag das gerne in der Rückentrage. Genau, zieh dir bitte deine normalen Klamotten an. Oh mein Gott, das ist so süß. Ja, mag das nicht, ist ganz klar, wenn er hier in den Haaren drinnen ist. Aber das ist super niedlich. Was fehlt dir denn, Corbin? Er ist müde. Naja, gut. Kannst du dann ein bisschen spazieren gehen? Also einfach hier so ein bisschen rumgehen oder... Ach, guck mal, das ist auch süß. Hier ist direkt der Spielplatz. Sweet. Wo könnten wir denn hingehen? Ich muss auch noch... oh mein Gott, hier sind wir eingebrochen. Ich muss auch noch ein bisschen was platzieren. Vielleicht werden wir hier irgendwo ein Grundstück opfern. Das möchte ich eigentlich nicht wegmachen, weil das ist halt von Madeline gewesen. Vielleicht werden wir das hier opfern und zum Café oder sowas hinmachen. Würde ich auch cool finden. Aber ich glaube, Aline geht jetzt einfach mit Corbin mal nach hier irgendwo. Wo geht's denn? Wo können wir denn hingehen? Wer bist du denn jetzt? Ja. Geh mal hier hin mit Corbin. Und vielleicht haben wir Glück und er schläft ein, weil es hat. Ich meine mich zu erinnern, dass er gut schläft, wenn er in der Rückentrage ist. Oh mein Gott. Motivation pur, aber sie lebt jetzt das Mami-Leben. Und ich frage mich, ob wir sie nochmal umstylen sollen. Ich glaube, die Uhr, das müssen wir definitiv alles wieder wegnehmen, denn das hat die Polizei natürlich alles beschlagnahmt. Aber sollten wir sie auch nochmal so ein bisschen umstylen? So erst umstylen, so ein Mami-Umstyling? Das wäre doch toll. Oh mein Gott, jetzt hat er aber Spaß. Aline guckt auf ihr Handy. Also so ganz im Mami-Leben ist sie noch nicht. Ich wollte eigentlich ein süßes Bild haben. Genau, das beschreibt Aline doch wunderbar. Sie hat null Bock, ne? Aber er pennt auch nicht ein. Ja, dann geht nach Hause. Aber warum tust du ihn jetzt? Okay, dann geht's so nach Hause. Oh mein Gott. Ja, die zwei müssen sich halt auch erst dran gewöhnen, ne? Also von heute auf morgen geht's nicht. Ein bisschen hassen tun sie sich schon. So, die zwei gehen jetzt das erste Mal in ihre neue Wohnung rein. Und was sagst du? Toll, oder? Okay, sehr gut. Corbin kann auf jeden Fall jetzt ins Bettchen gehen. Er ist auch total müde und fertig. Aline wird ihn auf jeden Fall jetzt noch in den Schlaf wiegen und ja, auch warten, bis er einschläft. Denn
Ach, Gott, süß. Denn sie hat auf jeden Fall Angst, dass nochmal irgendwas ist. Ich meine, er ist quasi eigentlich erst gerade vom Krankenhaus gekommen und sollte schon noch so ein bisschen beobachtet sein werden. Und das macht Aileen dann auch natürlich. Schlaf doch. Will ins Bett. Ja, du bist doch im Bett. Schlaf. Geh in die Haie. So böse. Ja, guckt. Komm, du bist das beste Baby überhaupt. Okay, jetzt ist er eingeschlafen. Oder auch nicht. Da. Na gut, okay. Aileen, geh auf die Toilette. Ich muss auf jeden Fall hier noch die automatischen Lichter einschalten überall. Sonst gibt es ein Stromproblem. Ja, ich glaube, jetzt am Wochenende warten wir noch. Was ist denn jetzt hier? Ihr Familienmitglied nachdenken. Okay, sie denkt auf jeden Fall schon über ihren Vater nach, was natürlich auch sehr gut ist. Ja, was halt jetzt super zu der Geschichte passt, zunehmend. Ja, wir werden, glaube ich, in der nächsten Folge erst die Polizeikarriere starten. Ich glaube, heute geht nicht mehr viel. Wartet mal, verdorbenes Essen aussortieren. Ja, räum hier noch ein bisschen auf und dann leg dich ins Bettchen. Und dann möchte ich auf jeden Fall noch irgendwie so ein Bar, Café oder sowas platzieren, dass wir uns eben, ja, dass wir da noch hingehen können und was trinken können. Warum geht sie denn jetzt immer hier? Komm, Küche. Jetzt spielt sie wieder mit dem Ball. Ich dachte, du magst das nicht. Sie hat auf jeden Fall letzten Abendessen servieren. Mach einen Buntbarsch aus der Pfanne. Das gab es ja auch noch nicht so oft bei ihr, dass sie kocht. Sie hat ihr eigentlich immer so Kleinigkeiten gemacht. Ich muss auf jeden Fall den Kühlschrank hier noch näher anrücken. Also sie wird jetzt wirklich so ein bisschen zur Mami. Und wir müssen auch mal gucken, denn ich möchte eigentlich auch, dass wir noch so eine Zusammenführung machen quasi. Also wir lassen Aileen auf jeden Fall jetzt mal hier so einleben. Aber ich glaube, Leo besteht schon drauf, auch seinen Sohn kennenzulernen. Und ja, das müssen wir dann auf jeden Fall auch noch machen. Oder schreibt mir da gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Aber ich glaube schon, dass Leo drauf besteht und das Jugendamt da auch dafür ist. Und Aileen auf jeden Fall das Sorgerecht jetzt nur hat, weil sie eben sowieso unter Beobachtung steht von der Polizei. Und ja, deswegen kann sie Korben auch behalten. Aber das Jugendamt wird wahrscheinlich immer wieder mal vorbeigucken, ne? Wer klopft an unserer Tür? Oh mein Gott, es hat doch geklopft. Ist hier ein Feuerwerk? Ja, hier ist irgendwo ein Feuerwerk. Wo denn? Hier, toll Leute, guck mal. Happy New Year. Ist heute Silvester? Nee, ist doch nicht. Wir gucken es uns trotzdem an. Was geht hier ab, Leute? Ist Silvester? Nee, keine Ahnung. Korben wird auch schon zum Kleinkind bald. Nee, oh, jetzt haben wir das mit der Wäsche hier. Nee, das mache ich nicht nochmal mit. Das habe ich in unterschiedlichen Stammbaum-Challenge auch gehabt. Das heißt, wir müssen die ganze Wäsche hier das wegmachen. Aber keine Panik, ich habe so ein Sisi-Waschmaschine, meine ich. Irgendwelche Körbe wahrscheinlich müssen wir auch wegmachen. Aber guck mal. Irgendwo habe ich so ein Sisi-Waschmaschine. Oh mein Gott, ich nehme doch schon wieder eine Stunde auf. Geht das? Wo ist die Waschmaschine? Hier ist sie doch. Ist sie auch in weiß? Leider nicht. Na gut. Super, passt doch. Ich meine, da haben wir das Problem jetzt nicht mehr. Ja, Leute, nachdem ich schon so lange aufnehme, werde ich einfach jetzt diese Folge beenden. Wir machen das dann in der nächsten Folge, dass wir quasi so ein Café platzieren oder Bar. Ich glaube, im Café wäre besser. Auch vielleicht so ein, keine Ahnung, vielleicht ist diese Gegend auch so ein bisschen familiärer. Vielleicht hat deswegen auch die Polizei gesagt, sie soll eben hier hinziehen. Hier wohnen auch andere Familien mit kleinen Kindern und so. Und dann platzieren wir einfach hier noch so eine Bar hin. Nee, ein Café. Wo wir eben dann ja, mit Korben auch öfter mal hingehen können, wo sie auch ein bisschen spielen können. Und ja, wie gesagt, ich beende jetzt diese Folge. Mir macht es mega Spaß. Ich finde es so cool, dass wir jetzt endlich in diese Polizeikarriere reingleiten. Und das machen wir dann auch in der nächsten Folge, dass wir quasi die Polizeikarriere starten. Denn wir haben jetzt Samstag, dann haben wir noch einen Sonntag und am Montag soll es dann eben losgehen. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt. Falls ihr irgendwie Story-Vorschläge habt, dann schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Jetzt wünsche ich euch aber noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.